Morgens, hier ist er wieder, euer Dutchman, Folge Tingelingel 406, Let's Show Play Minecraft. Und ihr seht es schon links unten mit Kennerblick, ich habe inzwischen ein paar Mods installiert, unter anderem und vor allen Dingen natürlich Minecraft Forge, was ja die Basis ist, ein Modloader. Und wir schauen mal rein, was ich mir so alles da reingepackt habe. Das ist natürlich hier der Forge Modloader. Dann der Mod Better Biomes, der erzeugt also oder addiert neue Biome in meiner vorhandenen Welt und sorgt auch dafür, dass in Biomen, in denen bisher keine NPC-Dörfer auftauchen, NPC-Dörfer auftauchen. Also bisher gibt es ja NPC-Dörfer nur in Wüstenbiomen und in normalen Präriebiomen. Ne? Aber der Mod sorgt auch dafür, dass die wohl sogar in Schneeregionen auftauchen. Dass wir also häufiger hoffentlich mal die Chance haben, ein NPC-Dorf zu finden. Dann haben wir hier den Better Grass and Leaves Mod, damit also das Gras ein bisschen schöner aussieht und mal so ein paar Blätter durch die Luft fliegen, wenn wir durch einen Wald laufen. Ne? Dann Biomes O'Plenty fügt also auch neue Biome hinzu, dass wir also noch mehr Abwechslung in der Landschaft haben, denn bisher haben wir ja nur die ganz normalen Vanilla-Biome und davon jede Menge. Und da dachte ich mir, ist mal so eine Variante, dass da noch neue Biome dazukommen. Auch nochmal ganz reizvoll, besonders weil wir ja in nächster Zeit vielleicht doch wieder auf Entdeckungstour gehen. Der Dynamics Lights Mod funktioniert leider nicht richtig. Ja, der sorgt einfach dafür, dass die Lichter ein bisschen aussehen und wenn man eine Fackel in der Hand hat, dass die dann eben auch um einen selber herum Lichtschein wirft. Der funktioniert leider nicht. Fragt mich nicht, woran es liegt. Ja, da haben wir hier eine ganze... Dann ist dabei der M-Atmos Mod, das also ja, die Geräusche, die Umweltgeräusche noch ein bisschen präsenter sind. Da sind also viele neue Umweltgeräusche dabei, dass da so auch ein bisschen soundmäßig im Spiel los ist, was los ist. Und hier ist gerade ein ICE vorbeigedonnert. Ist ja immer noch Sommer und warm, halt auch die Fenster auf. Dann haben wir noch dabei den Ruins Mod. Der ist mir empfohlen worden. Ich glaube, war das Dragonfire? Ja, wenn ich mich nicht irre. Entschuldigt, wenn ich mich irre. Den habe ich mir runtergeladen, auch vorher in der Testwelt mal ausgetestet, denn der ist in den Standardeinstellungen so, dass er wirklich gerade Wüstenbiome und normale Präriebiome mit Ruinen vollhaut. Und da kann man ein bisschen was an den Einstellungen machen. Ich habe das ein bisschen runtergedreht und schauen wir mal, wie das dann aussieht, dass also nicht ganz so viele Ruinen gespawnt werden. Das sind also nicht nur Ruinen, da sind also auch kleine Brunnen dabei und kleine Häuser, teilweise so aus NPC-Dörfern. Da sind aber auch dabei Fesselballons und Schiffe und unter Wasser irgendwas, habe ich schon entdeckt. Teilweise richtige Häuser, teilweise aber auch die bekannten Battle Towers, also Türme in der Landschaft, wo Monster-Spawner drin sind und wo also dann auch Kisten mit Beute drin sind, generiert sind, ein paar schöne Fallen sind dabei. No? Schauen wir mal, was uns der Mod so bietet. Ja, den kann man notfalls, wenn er zu heftig agiert, dann immer auch noch runterdrehen oder ausschalten sogar. No? Ist aber erstmal auch alles nur für neue Biome. Und dann zu guter Letzt noch der Small Boat Mod, mit dem man also Boote craften kann, mit denen man ja besser durch die Welt schippern können. Ne? Das kleine Boot, was man da in Minecraft bisher hat, das geht ja neuerdings auch wieder recht leicht kaputt. Und die Steuerung, mit der muss man sich ja auch nochmal wieder anfreunden. Die Boote hier, das sind drei Stück. Ein ganz kleines, ein Punt. Ja, eigentlich Punt ist so eine klassische Bezeichnung auch für ein Beiboot, also ein einfaches Ruderboot. Aber da ist immerhin eine kleine Kiste drin, die man nutzen kann, wo man so also noch zusätzlich Krempel mitnehmen kann. Und dann die Whitehall, das ist ein größeres Boot, da sind zwei Einzelkisten drauf. Und dann die Hoy, das ist also das größte Boot, da kann man sogar dann mit mehreren Personen drin fahren. Und dann ist auch noch dabei
Sans Minimap für die Übersicht. Ja. Soweit, so gut. Gehen wir mal in die Welt und schauen wir mal, wie das aussieht. Ne? Hier haben wir die Welt, in der ich die Mods getestet habe. Aus der habe ich auch ein paar Sachen mitgebracht. Und die werden wir uns mal angucken. Ja, so, da seht ihr also rechts oben schon die Minimap und ich bin mal durch meine Karte gelaufen und habe New Version und habe jede Menge Wegpunkte generiert. Wir sind also hier wieder, kommt er hier mal in den Takt, wieder in Bespelagic hier am Hafen und hier haben wir also das, was ich so mitgebracht habe von meiner Erkundungstour, das ist natürlich hier erstmal jede Menge normaler Krempel. Und hier sehen wir also schon das Punt, habe ich mir eins gebaut, und die Whitehall. Und hier haben wir also Sachen dabei, die ich so aus hier als Beute gefunden habe in den Türmen. Da ist so einiges. Und da gibt es also auch. Oh, ich muss vielleicht doch das Fenster zumachen. Entschuldigt mal kurz. So, das ist halt ein Zug, der rauscht ran, rauscht vorbei und dann ist er weg und dann ist wieder Ruhe. Hm? Ja, das ist also so die Sachen, die ich hier an Beute zum Beispiel mitgebracht habe aus den Monstertürmen, aus den Battle Towers. Ja, hier haben wir zwei Uhren, dann haben wir aber auch zwei besondere Materialien, Apatit und Rubin. Und irgendwo habe ich auch noch Tanzanit gesehen, genau, da oben. Ja, da scheint es also auch in den neuen Biomen neue Mineralien zu geben. Mal schauen. Na, aber dann hier eben auch verzauberte Bücher, Lederrüstung, Werkzeuge, ja, und so eine Sachen habe ich mir einfach mal alles mitgenommen, was ich da so erbeutet habe. Ja, und jede Menge Fleisch habe ich mir hier besorgt. Hier auch Dornen, die kann man jetzt neuerdings wohl auch setzen. Das sind wohl diese Wüstendinger, Wüstensträucher. No. Ah ja. Soweit dazu. Dann schauen wir uns mal die Boote an. Das rechte, das ist ein Punt. Und das linke hier, das ist die Whitehall. Der Mod scheint nicht ganz richtig zu funktionieren. Das sind also quasi Wracks, die hier so stehen geblieben sind, übrig geblieben sind, als ich das Spiel beendet habe, sauber beendet habe und dann wieder gestartet habe. Hatte die Boote halt hier so im Wasser zu liegen. Und das scheint also nicht so gut zu funktionieren. Ich werde mir also, das war im Atmos, ihr hört es, die Boote wohl immer wieder einpacken müssen. No, damit wir mal sehen, wie das Punt so aussieht. Schmeißen wir hier gleich mal eins ins Wasser. Zack, da ist es. No, richtig schön kleiner Mast. No, steht zwar ein bisschen das Wasser drin, aber ganz normal reingestiegen mit Rechtsklick. Mit Y ginge man wieder raus. Und man kann das Boot also ganz normal mit WSAD steuern. Und das Schöne ist, no, der Baum schwingt hier also auch hin und her. Und wenn man langsamer wird, dann geht also auch das Segel runter. Das zeigt die Geschwindigkeit an. No, finde ich eine schöne Sache, besonders wenn man also so dann auf die Außenkamera wechselt. Dann sieht man das schön, no, und kann hier also schön zack durch die Welt fahren. No, ist auch recht wendig, das Punt gerade. No, passt also soweit. Und hier in die Kiste kann man also auch noch Sachen reinmachen. Na, tolle Sache. Tolle Sache. Gefällt mir sehr. Deswegen, na, und mit den Booten werden wir dann hier also auch zack, auf Erkundungstour gehen. Ich hoffe mal, die Geräusche sind nicht zu laut. Die Whitehall, selbes Prinzip. Hoppala, nur größeres Schiff. Schwupp, setzen wir uns rein. Na, zwei Masten, zwei Kisten. Na, Port Chest und Starboard Chest. Und oh, hier kann man sogar eventuell auch mit mehreren drin sitzen. Na, so. Ja, und auch hier. Na. So. Jawohl. Einer kann steuern. Und die anderen sind Passagiere. Und auch hier sieht man also, wie die Segel aufgehen, wenn man darum fährt und wie sie also dann auch schön der Baum übergeht und sich das Boot neigt. Das finde ich richtig schön gemacht. Was ein bisschen fehlt, ist halt Kielwasser und eine Bugwelle. Das wäre noch was Schönes, wenn da was wäre. Aber man kann ja nicht alles haben, ne? Glubidi-gluck, klitsch-klatsch, zitsch, so, haben wir es wieder.
im Inventory. Ja, und ihr seht also rechts oben schon auf der Minimap die Wegpunkte. Die Minimap ist übrigens im größtmöglichen Zoom-Modus und auch ein bisschen größer als normal von den Einstellungen her, also Standardeinstellungen her, damit man einfach möglichst viel sieht. Ihr seht, ich sehe hier die Minecart-Station, ne, da habe ich ganz klar im Blick, aber auf der Karte ist sie gerade mal am unteren Rand. Das ist also, so rum ist die größte Übersicht. Gut. Aha. Der Schein muss man anscheinend beim Start des Spiels auch immer wieder einstellen. Man kann sich dann mit M die Optionen angucken und dann schauen wir mal. Na, hier haben wir die Liste der Wegpunkte. Die habe ich hier jetzt fast alle deaktiviert und ihr seht, diese Liste ist verdammt lang. Aha. Ja. Ja. Das Schöne ist, dass es sehr einfach ist, Wegpunkte anzulegen. Das Radar ist aus, sehr schön. Das ist die Voxel Map, heißt die Mod. Darüber findet man sie. Rechteckige Karte und Ingame-Wegpunkte. Barke, beide. Genau. So, die Ingame-Wegpunkte, das werden wir mal in der Nacht sehen. Die werden also nicht nur mit solchen Schildern, ah ja, da ist es schon gut zu sehen, sondern auch mit solchen Leuchtbalken, wie man so von den Beacons, von den Leuchtfeuern her kennt, auch gekennzeichnet und halt eben in der Karte sind sie natürlich zu sehen. Ja. Sodass man also hier auch dann schön die Orientierung hat. So, was machen wir? Ich will euch noch ein bisschen was zeigen. Ich habe nämlich noch ein bisschen was gebaut. Und dazu, schwupp, schwinge ich mich einfach mal in das Punt. Ich sehe, ich kann hier durch die Boote einfach durchfahren. Die sind also wirklich jetzt reine Artefakte, die jetzt hier noch so übrig geblieben sind. Weiß ich nicht, wie man die los wird. Schauen wir mal. Aber erstmal können sie ja so als Wracks, hoppala, da hinten am Strand machen sie sich ja eigentlich auch ganz gut. Ne? Können sie erstmal so bleiben. ja, ich habe nämlich ein bisschen weiter ausgebaut, nämlich Minecart-Strecken zur Farm. Und die wollen wir uns mal angucken. Da werden wir jetzt also mal mit dem Boot hinfahren. Die Boote sind, glaube ich, auch unterschiedlich schnell. Also das Punt ist, glaube ich, mit das langsamste. So, sacken wir das mal wieder ein. Und dann steigen wir hier um in die Whitehall. Zack, und da sind wir schon gefühlsmäßig deutlich schneller unterwegs, finde ich. Ja, und ja. Hier werden einfach mal wieder die Chunks nicht geladen. So. Das ist noch ein bisschen. Muss ich noch ein bisschen rumprobieren. Ja, dass das sauber funktioniert. Na, ruckelt jetzt auch ein bisschen Minecraft. Na, schauen wir mal, was das so wird. Optifine habe ich nicht drin, genauso wenig wie ein Shader-Mod. Das ist mir von der Performance her einfach doch zu kritisch. Und Optifine muss ich mal gucken, dass ich eine Version finde, die einfach eben mit Forge läuft und einfach wirklich hier Performance bringt. Ja, und da sehen wir schon, da haben wir die Kanaleinfahrt zur ersten Minecart-Station. Ne, die da hinten sich langsam aufbaut. Und ja, die Schiffe hier aus dem Small Boats Mod, die sind natürlich breiter als das normale Minecraft-Boot, aber hier durch so einen 4 Blöcke breiten Kanal kommt man ganz gut durch. Und dann auch hier so ein diagonaler Kanal. Hier muss man halt nur sehen, dass man den richtig erwischt. Dann kommt man da auch ganz gut lang, ohne allzu viel anzudecken, anzuecken. Ja, und hier, dann geht es ja wieder gerade. Zack. No. Irgendwelche Dächer oder Sachen oberhalb des Boots machen übrigens kein Hindernis, sind da kein Problem. No. Das passt soweit. So, nur dass man immer halt die Steuerung, die Kamera umschalten muss. Stört ein bisschen. So, wir machen uns jetzt hier aber weiter einfach mit dem Minecart auf den Weg. Zack, 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 zack. Ja, und da ist der M-Atmos.
Mod. Der ist schön am werkeln. Mal sehen, ich muss mir das mal nachher in der Aufnahme anhören, ob das nicht doch zu laut ist. So die ganzen Sachen hier zwischendurch. Auf dem Ohr ist es jedenfalls ziemlich laut. So, die Minecart-Strecke hier, kennen wir ja, die erste Strecke zur, zu den Käse... Halt. Ich will doch nicht zur Residenz ran, sei ja. So. Falsche Richtung. Leute, Leute, Leute. Was bin ich durcheinander? Hm? Schwupp, 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 hier rein. So. Und zack, zugemacht. Zack, zack. Und auf geht's. Das ist die richtige Richtung. Zu den Käsedickchen anwesend. Ne? Da sehen wir auch hier schön den Beam. Man kann auch einstellen, ab welcher Entfernung die Schilder angezeigt werden. Und Mensch. Grafikeinstellungen, Leistung ausgeglichen, Energiesparmodus. Versuchen wir mal, wie es da aussieht. Weil es geht darum, nicht unbedingt um die höchste FPS-Zahl, sondern dass er halt wirklich die Chunk-Updates macht. Ja, daran, glaube ich, liegt das, dass er die Sachen nicht richtig anzeigt. Wollen wir mal gucken, wie es mit dieser Einstellung funktioniert. Das wäre nämlich schön, wenn das da so einiges rausholt. So, schwuppdiwupp. Und hier haben wir es schon. Ne? Hier ging ja die Strecke nur nach Pumpkin Manor. Und hier habe ich jetzt einen Umschalter. Das, also, da hinten ist dann ein Abzweig zur Farm. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ich habe hier nämlich Redstone gelegt. Jetzt müssen wir die Minecart-Strecke mal langlaufen. Damit wir dann hinten auch wirklich zum Stehen kommen. Okay. Das war jetzt nicht so gut. Ist aber auch eine Erinnerung an alte Zeiten, ne? Ich hatte ja mal hier die Fallsucht und Andorin08 hat das so schön in seinen Funny Moments zusammengefasst. So, schwuppdiwupp. Also, noch ein Anlauf. Ja, die Weiche ist so eingestellt, dass wir zur Farm fahren. Ach, ich würde sagen, wir fahren einfach mal. Ja, da sieht man also, das Redstone-Signal wird einfach weitergeleitet. Eben auch auf Slabs, damit da eben auch möglichst keine Monster spawnen oder eben dann auch gleich wieder runterfallen. Ne? Hier haben wir das käsedicke Anwesen. Da hinten baut der Unimogel seine Molkerei. Und ja, hier sehen wir die Redstone-Leitung. Da vorne ist die Weiche. Da verzweigt sich das. Rechts geht es eben nach Pumpkin Manor und links, wie wir langfahren, zack, da geht es jetzt weiter zur Farm. Da sehen wir dann auch schon den Beacon, das Leuchtfeuer. Ja, und da baut sie sich auf. Das scheint mit dieser Einstellung doch am besten zu funktionieren, dass er die Chunks hier anzeigt. Hm? Komisch, dass der Energiesparmodus dafür eigentlich das Beste ist. Ja. Ne? So, zack, sacken wir das Minecart wieder ein. Da sind wir also an der Farm, ne, die wir in den letzten Folgen gebaut haben. Da auch schön der Turm, der Runtergang, Abgang dann runter in die Mine. Hier mit dem Nebeneingang da, der Turm, dass man dann schön weit rausgucken kann. Dieser Beacon ist übrigens so um die 50 Blocks weit zu sehen. Ne? Und hier entsteht halt dann später eine Minecart-Station. Wo dann diese Strecke hier auch weiterführt nach Pumpkin Manor. So, geht's da. Die Strecke ist also neu. Auch schon richtig alles gemacht hier mit Pfeilern und so weiter. Passt. Sieht doch schön aus, die Ecke. So. Ja, und das passt doch soweit, wie er das hier mit den Chunks aufbaut. Ja, obwohl ich ja mit Minecart unterwegs bin, klappt das ganz gut. Und da sehen wir also dann schon Pumpkin Manor, wie sich das aufbaut. Na, und ich hatte ja hier zwei zusätzliche Anschlüsse schon berücksichtigt in der Minecart-Station. Schwuppdiwupp. Ja, und da sind wir wieder. So. Ich habe mir das hier jetzt auch ganz einfach gemacht, dass ich einfach die nicht richtig ranfahre und dann hier mit dem Taster, sondern ich stelle das Minecart einfach hier hin, setze mich rein und gebe Gas. Und dann geht's los. Ja. In diesem Fall also wieder zurück. No.
Jo, das sieht doch ganz gut aus. Ich glaube, bei der Einstellung bleibe ich. Dürfte mit die beste sein. Na, jo, 30 FPS schaffen wir und immer noch 150, 200 Chunk-Updates so nebenher. Das passt. Also, ja. Obwohl es nicht danach aussieht, scheint es die Lösung zu sein, eben bei den Leistungseinstellungen, bei den Optionen, Grafikeinstellungen in Minecraft, die Energiespareinstellung zu nehmen, weil die halt dafür sorgt, dass wir Kühe überfahren. Nein, dass wir. Mach mal einen Abgang, Lisa. Danke. Muku. Ja, nicht böse sein, ne? So, komm, beruhig dich doch erstmal. Mädel, kein Grund, so aus dem Häuschen zu sein. Ja, na siehste, geht doch wieder alles, ne? Jetzt. Rinderwahnsinn. Notschlachtung. So. Musste sein. Ne? Sie hätte sonst ihre ganze Herde gefährdet. Ne? So ist das Leben. Ja, na, die Stelle habe ich euch ja gezeigt. Ja, wie gesagt, das also jetzt die Mods hier drin, ne? Das sieht halt hier aus. Okay, das Gras wird durch den Better Grass Mod eigentlich nicht pixelig und ich hatte eigentlich auch gehofft, dass dann hier die Seiten der Erdblöcke dann auch grün werden. Okay. Also der Better Grass Mod, der fliegt eventuell wieder raus. Ja. Der sieht, glaube ich, nicht so gut aus, obwohl es hat durchaus so seinen Reiz, wenn man sich das hier so anguckt. Aber wenn er halt doch ein bisschen nah dran geht, schauen wir mal. Schreibt sie mir in die Kommentare. Soll der Better Grass Mod drin bleiben oder nicht? Und ja, mit Optifine, dann hoffe ich, dass ich auch wieder halt die Connected Textures hinkriege und das eben so hinkriege, dass die Blöcke hier an den Seiten dann richtig grün sind. Wobei, das ist ja schon eine andere Textur hier an den Seiten als hier. Ah, dann brauche ich das hier nur im Texture Pack zu machen. Das sieht dann gut aus. Das sollte ich hinkriegen. Schauen wir mal, wie es dann beim nächsten Mal aussieht. Und ja, machen wir uns wieder auf. Zack, zack, zack. Hier ist es ja nicht allzu weit zum Wasser. Ich möchte einfach noch ein bisschen Boot fahren. So. Schwupp, 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 schwupp. Hüppel, hüpf hier. Wenn wir schon mal die Dampfer dabei haben, no, dann nutzen wir die auch. Komm hier, schwupp und rein da und Gas gegeben. No, I am sailing. I am sailing. Ja. Genau, sieht doch einfach schön aus. Ich wünsche nur, man könnte mit der Kamera noch ein bisschen weiter weggehen, dass man da so ein bisschen mehr sieht. Aber so, indem man halt mal rechts am Boot, mal links am Boot vorbeiguckt, je nachdem, wie halt gerade die Segel stehen, hat man da noch eine recht gute Aussicht. Ja. Und das scheint ja dann hier eben. Und ich fahre halt jetzt eben in dieselbe Richtung weiter, auch wenn ich in eine ganz andere Richtung gucke. Das ist halt das Schöne. Ja, im Gegensatz zur aktuellen Minecart-Steuerung oder Bootssteuerung, ne, da fahre ich ja in die Richtung, in die ich gucke. Und wenn man sich umguckt, dann fährt man auch erstmal prompt in die Richtung. Das ist ein bisschen blöd mit der Steuerung. Ich fand es mit dem WSAD für die Boote eigentlich wunderbar. Weiß jetzt nicht, warum sie das so geändert haben. Aber egal. Ne, gleiten wir hier einfach mal schön an der Küste entlang. Da sehen wir dann auch schon die käsedickschen Anwesen auf uns zukommen. Und dann wissen wir ja, es geht in die Richtung weiter. Da hinten haben wir ja den brennenden Netherrack als Seezeichen, dass wir in die Richtung dann weiterkommen. Antuvabohu vorbei und dann zurück nach Bespelagik. Ja, und dann mache ich mal ein kleines Päuschen und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Thema noch. Ja, es gibt ein exzellentes Video von Maniac, wo er also zum Thema Überwachungsstaat oder was er zum Thema Überwachungsstaat gemacht hat. Ihr habt ja sicherlich alle mitbekommen, NSA-Skandal,
in letzter Zeit, ne, Prism und das britische Abhörprogramm und so weiter und so fort. Na, und unser Innenminister mit dem super Grundrecht, Sicherheit und so eine Späße alles. Und Maniac hat dazu ein richtig, richtig gutes Video gemacht zu dem Thema, wo er sich mit dem Problem auseinandersetzt. Ganz empfehlenswert und bestes Qualitätssiegel ist eigentlich, dass das auch bei Spiegel Online verlinkt ist, das Video. Ja, und das will wirklich was heißen. Aha. Ich packe es euch in die Videobeschreibung. Ich habe selber als Tipp bekommen, ich glaube von Hongsfa Amiga, kann das sein? Dickes Danke dafür, jedenfalls für den Tipp. Gebe ich natürlich dann auch gerne an euch weiter. Das Ding ist wirklich interessant und wichtig. Ja. Ja, was haben wir noch gemacht? Ja, gestern habe ich ein paar Folgen Test Drive Unlimited aufgenommen. Die sind auch schon gerendert, warten nur darauf, hochgeladen zu werden. Ja, Minecraft bin ich gerade am Laufenden produzieren. Also die Folge, die ich jetzt aufnehme, wird morgen Abend, sprich am Donnerstag, also nicht morgen Abend, morgen Vormittag, hochgeladen. Ne, die werde ich heute über Nacht rendern. Dann werden wir mal schauen, was wir hier noch so machen in meiner Welt. Mir ist natürlich nach Entdeckungstour, weil ich habe in letzter Zeit so viel gebaut. Ja, ich habe aber auch, als ich die Wegpunkte markiert habe, bin ich auch nochmal komplett durch meine Welt gelaufen. Das war auch nochmal so ein 2-Stunden-Rundgang mindestens. Oh, ja, also na, insgesamt habe ich dafür, glaube ich, 3 oder 4 Stunden gebraucht, weil ich Pause zwischendurch einfach machen musste. Und ich bin auch nicht, war auch. Naja, ich hätte natürlich auch im Kreativmodus einfach durch die Welt fliegen können, das wäre natürlich schneller gegangen. Aber ich wollte es halt ganz altmodisch zu Fuß machen und mit Minecart und bin also nochmal einmal komplett durch meine Welt gewetzt, um all diese Wegpunkte zu setzen. Geht ganz einfach, mit der B-Taste hat man sofort das Menü. Ja, und passt also soweit. Ein bisschen so eine Farbkodierung habe ich mir dann also auch schon ausgedacht. Rot sind also die Portale. Im Nether war ich übrigens noch nicht, da habe ich mir keine Wegpunkte gesetzt. Noch nicht. Aber rot sind die Portale, grün sind Minecart-Stationen und Basen und gelb sind halt so Sehenswürdigkeiten, was weiß ich, Sachen aus der Mitbauaktion zum Beispiel oder Häuser oder Stationen, die ich nicht unbedingt jetzt als Stationen benutze zur Ausrüstung oder sowas, sondern Dinge, die einfach schön sind. Wie zum Beispiel das Jorgensen-Anwesen oder so eine Sachen. Ja. Oder die Pyramide von Gizeh. Ja. Und rot sind auch noch einige Baustellen. Da ist ja hier entlang der Minecart-Strecke ist ja auch noch, genau, ich glaube da vorne an der Steilküste. Da oben, da haben wir nämlich auch noch eine richtig schöne Höhle, glaube ich. Da können wir mal kurz vorbeigucken, einen kleinen Abstecher reinmachen. Jetzt nicht großartig mit Ausräumen oder so, sondern einfach nur noch mal vorbeigucken, um zu sehen, wie es da war. Ja, dass wir das nochmal in Erinnerung haben und nicht komplett vergessen. Ja. So. Zack, kommen wir hier ran. Und schön an den Sandstrand. Zack, und ne, die Sumpfblätter oder die Seerosen, die überfährt man hier mit dem Schiff wirklich einfach. So, haben wir sie wieder in der Tasche. Unsere Whitehall. Zack, 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 zack. Und dann hübbel hüpf. Na, hier ist doch der. Ich bin das nicht gewohnt, aus der Perspektive zu spielen und aus der schon gar nicht. So, schwuppdiwupp, hoch hier. Wenn ich mich recht entsinne, ist es da oben. Der Zugang, jawohl, das. Hier Fackeln gesetzt. Genau, hier haben wir den Zugang in eine schöne tiefe Höhle. So. Kohle, Eisen, alles da. Und zack. Hier soll ja eben auch nochmal eine Station entstehen, eine Minecart-Station als Zwischenstation. Inzwischen habe ich ja eine Bauweise dafür. Und ja, man sieht's, da geht es noch weiter runter. Gut, hier geht es jetzt nicht.
Hier ist jetzt nicht viel. Und hier ist jetzt auch nicht viel. Schauen wir, das sah eigentlich vielversprechender aus. Hier haben wir noch ein bisschen Eisen. Okay, nehmen wir auch mit. Okay, und das war's dann hier leider. Oh, schade, doch ein bisschen klein. Die Höhle. Oder war das doch eine andere Stelle? Hoppala. Zack, zack, zack. So. Da geht's. Lang. Da geht's dann hier wieder raus. Schwupp. So, schwupp, schwupp. Hier mich doch wieder hochbauen. Entschuldigt. Schlechte Vorbereitung, ich weiß. So, so, dann kommen wir aber hier raus. Na, doch ein bisschen verwinkelt der Weg. Aber ist halt noch nicht ausgebaut. Die Mine. Ich bin aber der Meinung, das war hier eine Stelle oder war die... War die doch noch da hinten? Ich habe sie hier mir aber mit Fackeln markiert. Das hätte ich ja sonst nicht gemacht, wenn ich der Meinung hier wäre, was Gutes. Habe ich mich möglicherweise doch in die Irre führen lassen? Oder wir schauen einfach mal noch da hinten vorbei. Ja. Sumpfgeräusche in der Wüste, Frösche quaken. So. Oh, der die Waldvieh hurtig, hurtig, hurtig. Und ich glaube, ich bin hier noch im Hasenfuß-Modus unterwegs. Kann das sein? Ja, dann machen wir es uns mal einfach. Weil allzu einfach wollen wir es uns ja nicht machen. Zack, 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 zack. Hübel, die hüpf, die hoch hier. Jawohl, da sehe ich doch noch was. Hier haben wir Fackel auf dem Boden. Da muss was markiert sein. Jo. Das sieht mir hier doch nach Höhle aus. Ist das ein bisschen mehr? Gut, hier ist schon mal sehr viel mehr Eisen drin. Aber mehr erstmal auch nicht. Ihr wisst ja, dass ich es gerne habe, wenn so die Bauten und Stationen in meiner Welt, wenn die so einen gewissen Sinn ergeben. Na, das ist ja auch ein bisschen das, was meine Welt so ausmacht und meinen Baustil. Und ja, schade, wenn hier einfach so nichts ist. Also, na, wenn jetzt hier eine große Höhle wäre, dann würde sich das lohnen, hier quasi eine Station zu bauen. Aber so ist das, sage ich mal, ehrlich gesagt, ein bisschen wenig. Ich meine, es ist zwar eine schöne Stelle hier, so mit der kleinen Bucht und Lehm, den wir einfach mal mitnehmen werden. Ja, dem kann ich einfach nicht widerstehen. Ja, gibt ja jetzt auch die neuen... gebrannten Lehmblöcke, die man dann auch färben kann, als Baumaterial schön. No. Komm hier, hier, zack, 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 und du kommst auch noch mit. Ja, der im Atmos-Mod, der macht sich schon ganz gut, finde ich. Ja, und da kommen die Zombies. So. Können wir hier nochmal ein bisschen XP sammeln. So, habe ich etwa nichts zu fressen dabei? Doch. So, aber... Hier ist dann aber nichts weiter mehr. Außer einem Creeper.
Stab der Spinne? Nee. Schade eigentlich. Ich dachte, die Höhlen hier wären besser oder interessanter, obwohl Freunde der Nacht, wir sollten hier zurückkommen und zwar mit Leuchtkürbissen. Ha? Das ist doch ein Ding hier. So, da schmeißen wir doch noch mal gleich das Bötchen an. Nein. Nein, du interessierst mich nicht. Ich bin nicht auf Knochen aus. So. Schwupp, rein da und ab dafür. So. Zack, hier. Segel gesetzt unter Vollzeug. Ach ja, mal sehen, wie die auf die Wasserkante reagieren. Wie die damit umgehen können. Die Boote. Das hat bestimmt auch noch keiner ausgetestet. Aber ich denke mal, die kommen damit ganz gut klar. Und da hinten haben wir nämlich schon Kürbisse am Ufer. Dann können wir nämlich gleich mal ein oder zwei Leuchtkürbisse machen. Oh, geht ganz gut. Weil so schräg hätte man die Welle mit dem normalen Boot nicht anfahren können. No. Der Vorteil der Leuchtkürbel ist natürlich. Warte mal. Das ist schön mit dem Atmos-Mod. So, ein bisschen schwierig ist es teilweise hier mit dem Runterkommen. Ah, da sieht man hier im Wald, er halt zum Beispiel auch die Blätter fallen. Das ist eine schöne Sache. Haben wir hier noch mehr? Nö. Nur eine Spinne. Aber da müssen wir erstmal sehen, dass uns die zwei Kürbisse hier erstmal reichen. Zack, zurück ins Boot. So. Dann können wir aus den Kürbissen mit zwei Fackeln zwei Leuchtkürbisse machen. Und die haben nämlich den Vorteil, dass ich mein Diamantschwert wegschmeiße. Ich bin doch wohl bescheuert. So. So. Wupp. Und hier wieder Ruder hat Backbord. Und dann wieder zurück. Denn das möchte ich mir doch noch ein bisschen genauer angucken. So, Platsch, jawohl. Sind wir hier einfach mal die Schwelle runtergeplumpst. So, dann parken wir unsere Whitehall mal in der kleinen Bucht hier. Kommen wir da durch die Einfahrt. Müsste gehen. Ach ja, Andys. So, zack. Ja. So, Jungs, ihr seid ruhig, ihr habt nichts zu melden. Ja. Das heißt, Blöcke klauen mag ich gar nicht. Und weil sie brennen, haben sie jetzt ein bisschen Probleme, die Jungs. Ding, Headshot. Da flackern sie rum. Oh oh. Okay, na hier macht mir der Creeper nichts aus. So. Hä? Die Stelle war das nicht. Sondern hier war das. Halleluja, mal sehen. Also geht ja hier ganz schön tief runter. So, hier setzen wir erstmal einen hin. Und sehen zu, dass wir wieder an die Oberfläche kommen. Nicht, dass das. Hupsala. So. Oh, da sieht man schön, dass der Kürbis da eben halt auch unter Wasser das ausleuchtet.
Und. Na, wo können wir noch einen hinklatschen? Da. Aha. So. Schauen wir uns noch mal ein bisschen um. Aber hier geht es halt nicht weiter. Man müsste mal gucken. Nee. Holla, die Waldfee wieder raus hier. Das sollte man nicht übertreiben. Ja. Okay, also auch da. Schade. Aber ist natürlich auch ein schönes Fleckchen hier zum Beispiel für die Mitbauaktion. Ne? Die läuft ja noch. Ich denke mal, wenn wir eine Frist machen, dann so bis Ende August. Ja. Weil ihr sollt ja auch ruhig Zeit haben und richtig was Schönes bauen und euch richtig schöne Ecken ausgucken. Davon gibt es ja auch genug in der Welt und möchte ja auch, dass ein bisschen was Schönes hier zusammenkommt. Was ist? Ach du, diese kleinen Gnome hier, die übersieht man da häufig. Zack, Eggshot. Ja. So, da hinten brennt schon wieder einer. Die Wüste haben wir, glaube ich, auch erforscht. Schon. So. Immer schön noch hier die Experience mitnehmen. Weil die können wir ja gebrauchen. So, dann machen wir uns mal wieder zurück zu unserem Bötchen. Ach, sieht doch schön aus, wie sie da in der Bucht liegt, ne? Die Whitehall. Also, der hat was. Auch die Modelle von den Booten finde ich ganz schön. Und Lehm! So, bauen wir hier gleich mal die Erde mit drüber ab. So, klick, 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 klick. Alles eingesammelt. An Bord. Ja, so, kommen wir hier. Da kommen wir nicht raus, aber mit dem Dampfer können wir auf dem Teller drehen. Also auf der Stelle wenden. So. Und dann machen wir uns jetzt auf die Rückfahrt nach Bespelagic. Und ich glaube, da habe ich für diese Folge auch schon wieder genug beisammen. So. Mal sehen, vielleicht nehme ich noch eine zweite heute noch auf. Müssen wir mal ein bisschen was einfallen lassen, was wir machen. Ein bisschen ausrüsten vielleicht für eine Erkundungstour, aber wenn ja, dann welche Ecke und so weiter. No. Ein bisschen Planung ist dabei, aber so richtig Boot fahren ist natürlich auch was Schönes. So, ja, nochmal hier die Perspektive wechselt, dass man da ein bisschen vorbeifahren kann. In den Sonnenaufgang fahren wir hier hinein und da hinten sehen wir schon Bespelagic. Durch den Tunnel werde ich wahrscheinlich nicht durchkommen. Der ist ja nur zwei breit. Oder habe ich den 3 breit gebaut, den Kanal? Ne, den habe ich 3 breit gebaut. Und da der geradeaus durchgeht, müsste das eigentlich zu machen sein. Ja, okay. Klack, klack, klack. Aber da muss man sich halt hier so ein bisschen da durchbaggen. Na, gut. Ne, macht er nicht. Dann eben nicht. Und hier rückwärts raus. Zack, zack, zack. Drehen den Dampfer. Denn da oben gibt es ja auch noch einen Kanal. Und der ist ein bisschen breiter. Ja, nehmen wir halt den. Kennen wir gar nichts. Zack. Da können wir dann auch schon einmal über stark gegangen. So nennt man das, wenn die Segel auf die andere Seite genommen werden. Und oh, sieht ganz gut aus, dass wir hier glatt durchkommen. Ist ein bisschen schwer abzuschätzen, aber wow, einfach die Mitte genommen, ne? Das gute alte Rocky-Prinzip. Nimm den in der Mitte und dann geht das. So. Und dann kommen wir hier auch sauber am Drachenhaus raus. Na, Drachenhaus noch nicht, da müssen wir noch ein bisschen um die Ecke fahren. Hier für die Mine suche ich auch noch einen Namen. Zack, hier die Brücken sind erfreulicherweise überhaupt kein Problem. Sonst hätte ich mir hier die Masten einfach abgesegelt. Ja, aber ach, ich finde es schön, ich freue mich schon drauf hier mit dem Boot durch meine Welt zu fahren. Hat mir ja schon immer Spaß gemacht, auch mit den normalen Minecraft-Booten. Aber hier, ja,
Ja, und da haben wir auch schon den Beacon von Bess Pelagic, von der Minecart-Station dort. Und dann hoffe ich halt, dass wir halt auch mit den Wegpunkten, die man dann jeweils ein- und ausschalten kann, dass man da einfach dann auch immer schön die Übersicht hat. Ach, nee, die sind doch noch da. Die beiden Wracks. Ja. So. Pling. Und gucke ich mir noch selber in den Schritt hier. So, müssen wir was wegschmeißen dafür, beziehungsweise wir machen hieraus erstmal Lehm. Ja, der wird dann gebrannt und dann kann er halt auch eingefärbt werden. So. Einen Bogen haben wir hier noch eingesammelt von einem Skelett, deswegen ist das Inventar auch voll. Guti, ja, dann sind wir wieder hier, wo diese Folge angefangen hat. Und ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Schwuppdiwupp. Hier wäre übrigens ungefähr ein bisschen länger, müsste es noch sein, das Dock für eine Whitehall, also 4 Blöcke breit, damit man da überhaupt reinkommt. Und eben, ja, mindestens 7, besser 8 Blöcke lang, damit man so auch zumachen kann. Für das Punt im Prinzip genauso breit, aber ein bisschen kürzer. Ja. Aber da ich die Boote immer einsammeln muss, brauche ich da keine Docks, sondern im Prinzip einfach nur Anlegestellen, wo ich, so wie hier, eben flachen Grund habe, dass ich da raushüpfen kann und eben nicht gleich absaufe, sondern halt hüfttief im Wasser stehe. No. Oder halt vielleicht so einfach einen Steg habe. No. Guti, das ist es dann für diese Folge. Bleibt mir treu, bleibt mir gewogen, empfehlt mich weiter. Adieu mit Ö.